Was soll ich genau auf LinkedIn posten? Wie geht das und welche Fehler kann ich vermeiden? In diesem Video geht es genau darum. Schön haben Sie den Weg hergefunden und toll schauen Sie zu, weil hier geht es darum, konkret zu helfen, Menschen zu befähigen, ein bisschen die Angst zu nehmen, das falsch zu machen und dementsprechend auch gleich ins Handeln zu kommen. Und damit wir alle gleich mit dem Handeln starten können, geht es also auch gleich los mit den konkreten Tipps. Ich werde dazu mal meine Präsentation teilen, damit auch so ein bisschen besser verstanden wird, von wegen, was kann ich denn konkret tun, wenn es darum geht, wenn ich auf LinkedIn entsprechend etwas posten will. Allerdings, bevor ich da ins Detail reingehe, ganz kleiner Hinweis, es geht nicht ums Posten. Es geht grundsätzlich darum, Interaktion zu fördern. Denn erst die Interaktion führt zu einer Vernetzung. Diese Vernetzung hoffentlich führt dann zu Gesprächen und erst aus den Gesprächen heraus entstehen dann Beziehungen. Natürlich braucht es alles seine Zeit. Und Zeit ist ein wichtiger Faktor, gerade auf LinkedIn. Da wissen wir allerdings unterdessen, dass die Leute, wir sehen 2020 versus 2021, wann die dementsprechend online respektive aktiv oder auf Englisch engaged sind. Und wir sehen hier ganz klar, dass ein bisschen dunkler vom Blau her anscheinend zu scheinen scheint, jetzt während Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und auch so ein bisschen eher in den frühen Morgenstunden. Allerdings ganz, ganz wichtig, die entsprechende Aktivität dient doch zu. Und das heißt, die beste Frequenz und die beste Zeit, um zu posten hier von der Infografik und Blog to Social, sehen wir ganz klar eher Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Eher so ein bisschen früh morgens zwischen 8 und 10 Uhr, sprich wenn die Leute zur Arbeit gehen oder so morgens als erstes den Laptop aufmachen, dann wieder so ein bisschen nachmittags auf dem Heimweg oder kurz vor oder nach Feierabend. Da hält es grundsätzlich so ein bisschen einerseits während der Arbeitszeit aktiv zu sein und dementsprechend auch eher, wie gesagt, unter der Woche. Aber ganz wichtig, sehr wenige Leute machen überhaupt etwas. Das heißt, was wir heute wissen, ist, dass rund nur 4%, wir sehen sie auf der ganz rechten Seite, ja 4% der LinkedIn-News erstellen Inhalte und 1-2% reagieren darauf. Bei 2-3% Interaktion oder Reaktionsquote sind wir bereits von den sehr aktiven und bereits ab 5% sprechen wir von influencerischem Verhalten. Das heißt, grundsätzlich Leute, die sehen zwar unsere Inhalte, sie machen aber kaum was damit. Genau hier der Ansatz mit den Kommentaren, weil die Beziehung entsteht in den Kommentaren. Es hilft total, wenn ich etwas kommentiere, weil die wenigsten machen das und damit kriege ich auch Sichtbarkeit. Nicht nur auf dem Post, sondern vor allen Dingen auch im Feed. Das heißt grundsätzlich, wenn ich anfange zu reagieren, kommentiere, like oder so, dann sehen das die anderen Personen, auch wenn mein Netzwerk nicht so groß ist. Überrascht? Ich nicht, weil in dem Moment grundsätzlich bedeutet es, dass nur jede zweite und dritte Interaktion wirklich, wirklich gesehen wird. Aber grundsätzlich liegt der Wert von meinem Netzwerk hinter dem Netzwerk. Das heißt, in dem Moment, wenn ich hier schaue, wenn ich interagiere, wenn ich dementsprechend etwas tue, wenn ich einfach mal aktiv bin, dann sehen es die Kontakte zweiten und dritten Grades. Das heißt, mein Wert vom Netzwerk liegt eigentlich hinter dem Netzwerk. Und das ist total toll, weil gerade auf LinkedIn, wir sehen es hier, bereits ab dem indirekten Kontakt habe ich ein Potenzial von 10.000 Leuten, ab dem dritten Grades ein Potenzial von 100.000 Leuten. Hilft übrigens nicht, wenn ich jede Kontaktanfrage annehme, weil mein Netzwerk soll qualitativ, hochwertig und vor allen Dingen eins, echt bleiben. Das heißt grundsätzlich nicht jede Person annehmen, auch ein bisschen überlegen, von wegen, wen will ich in meinem Netzwerk wirklich aktiv auch entsprechend aufnehmen und auch bespielen mit Inhalten und dann loslegen mit aktiv kommentieren. Das hilft, weil es zeigt auch dem Algorithmus, was mich grundsätzlich interessiert. Wenn ich aber trotzdem sage, nein, ich will einen Schritt weiter gehen, ich will jetzt wirklich hingehen und aktiv posten, sprich Beiträge erstellen, hier mein Hinweis, nur Dinge posten, die grundsätzlich mich persönlich, beruflich weitergebracht haben, für andere hilfreich sein könnten und oder meine Kompetenz zeigen. Absolute No-Go-Themen sind, wir können uns vorstellen, Politik, Religion und Medizin. Nicht, dass es verboten ist, aber die Reaktionen können unterschiedlich ausfallen. Das heißt, je nachdem ist es vielleicht nicht so förderlich, wenn man eine gewisse Meinung hat und das kann dann schnell mal ins Negative ausgelegt werden. Also aber auch ganz wichtig ist, nicht nur oder einzig über Produkte sprechen, weil die Menschen interessieren sich nicht primär für unsere Produkte, sie interessieren sich für die Probleme oder die Dinge, die wir lösen unter Umständen mit Services und Produkten. Aber wenn ich gleich anfange, mit einem Produkt irgendwo reinzupitchen, das wollen die Leute wirklich sehen. Was kann ich auf LinkedIn teilen? Wir unterscheiden eigentlich zwischen drei Themengruppen. Die erste Gruppe ist so ein bisschen das Thema Dankbarkeit, Dinge, die ich empfehle oder Werkzeuge, Tipps und Tools, also Dinge, wo ich nicht so irgendwie groß verfänglich was falsch machen kann. Danke sagen, mal was teilen, wenn ich etwas gesehen habe oder sich weiterempfehlen kann oder ein Tipp für ein Tool, ein Werkzeug,
Das ist relativ unverbindlich und auch dementsprechend auch hilfreich. Themengruppe 2, da geht es eher so ein bisschen um das berufliche Kontext, ein Themen von Karrieretipp, den ich allenfalls weitergeben darf, jemanden empfehlen, also eine Person oder auch Erfolgserlebnisse. Dazu gehören zum Beispiel Abschlüsse von Workshops, Zertifikaten, Aus- und Weiterbildungen, positive News. Die Leute schätzen das sehr, wenn ich Tipps gebe, wenn ich allenfalls Personen weiterempfehle oder wenn sie auch sehen, dass ich gewisse Weiterbildungen mache und da kann man auch die Leute damit inspirieren. Themengruppe 3, die geht ein bisschen tiefer. Das heißt, da gehe ich wirklich so ein bisschen auch in den größeren Kontext und schreibe auch mehr darüber. Das sind Dinge, die ich gelernt habe. Und wie mache ich etwas? Eine Anleitung, eine Checkliste oder auch Einblicke in meinen Alltag, die vielleicht nicht gerade so in 3-4 Worten erklärt sind, sondern vielleicht eher so in 3-4 Abschnitten oder in einem Video zwischen 30 und 60 Sekunden, maximal 3 Minuten übrigens. Dann schauen die Leute fast nicht mehr die Videos an auf LinkedIn. Was kann ich also machen? Ich habe es so ein bisschen angetönt. Grundsätzlich kann ich einen Beitrag posten. Das heißt, ich kann dementsprechend einen Beitrag mit Text beginnen, dazu noch ein Foto hinzufügen, ein Video. Ich kann aber auch einen Artikel schreiben. Ganz wichtiger Hinweis hier, bitte keine Links posten. Nicht, dass es verboten wäre, aber sobald ich einen Link poste, gibt es 2 Faktoren, die reinspielen. Nummer 1 ist, LinkedIn kürzt den Link ab auf eine ganz komische Art und Weise und steht so ein bisschen LinkedIn drin und der Link ist nicht wirklich erkennbar. Nummer 2, ein Link führt die Leute weg von der Plattform und das wollen die Leute ja nicht, sie wollen auf der Plattform bleiben. Das heißt, möglichst viel Content auf die Plattform selbst laden. Bedeutet übrigens auch ein Video, ein YouTube-Film zum Beispiel, wenn ich den besitze, wenn ich den selbst gemacht habe, ich den teilen darf, dann den hochladen über die Funktion, die man sieht, Video. Artikel, ich habe es ganz kurz angetönt, die längere Form, das ist vor allen Dingen spannend, wenn ich mehr als momentan 3000 Zeichen, die ich bei einem Post, bei einem Beitrag habe. Da schreibe ich eher so ein bisschen kürzer, knackig, vielleicht zwischen 50 und 150 Wörtern. Beim Artikel, das ist ähnlich wie ein Blog, kann ich schon mal ein bisschen länger werden. Das heißt grundsätzlich, wir sehen es hier, ich kann auch hier noch ein Headerbild hinzufügen, eine Überschrift machen, ich kann entsprechend auch Medias hinzufügen. Das kann ich grundsätzlich bei einem Beitrag, bei einem Post nicht, muss ich auch nicht, weil ich will ja grundsätzlich in dem Moment beide Funktionen, beide Varianten regelmäßig einsetzen. Was kann ich noch machen grundsätzlich? Ich kann in Abschnitten schreiben. Das heißt, wenn ich weiß, okay, die Leute, die wollen relativ kurz und knackig lesen, dann versuche ich jeweils so ein bisschen so in 10, 20 Worten was zu schreiben. Dementsprechend so 50 bis 150 Wörter insgesamt. Es darf auch ein bisschen mehr sein. Abschnitte sollen vor allen Dingen den Lesefluss fördern und nicht abhacken. Wir sehen auch hier übrigens schon bereits einen Hinweis zu den Hashtags. Ich verwende persönlich nicht mehr als 3, gerade auf LinkedIn. Das sagt übrigens LinkedIn selbst auch, man soll nicht mehr als 3 erwähnen. Ob jetzt die im Text drin sind oder am Ende des Textes, spielt keine Rolle, solange es nicht ablenken. Grundsätzlich sollten wir bei den Hashtags dafür sorgen, weniger ist mehr und sie sollen helfen zu orientieren. Das heißt, wenn ich die zum Beispiel im Text verwende, dann sieht man es auch bereits, der Beitrag respektive das Wort im Beitrag wird blau und fett, das wird ein bisschen hervorgehoben, das hilft im Verständnis. Wenn ich es ganz am Ende habe, dann ist es vielleicht eher Inspiration, damit die Leute draufklicken können, noch mehr erfahren können. Wir unterscheiden bei den Hashtags grundsätzlich zwischen thematischen Hashtags oder Kampagnen-Hashtags, aber auch reine Hashtags, nur um zu messen. Warum? Weil ein Hashtag hilft grundsätzlich, Dinge miteinander zu verbinden. Er schafft weder mehr Reichweite noch mehr Interaktion. Er verknüpft einfach einzelne Beiträge gemeinsam. Was kann ich grundsätzlich machen? Ich kann Slideshows posten. Eine Slideshow ist zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation wie diese hier, gespeichert als PDF und hoffentlich ein bisschen groß geschrieben, damit es einfach ist, auf dem Mobiltelefon das Ganze auch zu swipen. Das funktioniert relativ gut. Umfragen, da gibt es eine Funktion bei LinkedIn direkt, wenn ich eine Umfrage starten kann oder ich kann auch selbst eine Umfrage entsprechend lancieren. Was ich vorhin schon angetönt habe mit den beruflichen Erfolgen, Abschlüsse, Weiterempfehlungen von neuen Jobs zum Beispiel. Was nicht so gut geht, Teilen oder Text, da riskiert man einfach, dass die Reichweite gar nicht wirklich berücksichtigt wird. Dann Blogs, das heißt, wenn ich irgendwelche Blogs, Links poste, auch mit einem Text dazu, das ist auch nicht wirklich gern gesehen und nur Teilen damit geteilt ist, ist vielleicht auch nicht gerade die beste Option. Grundsätzlich wollen wir die Aufmerksamkeit halten und das bedeutet, wenn wir mit hochformatigen Bildern arbeiten, mehrere Bilder aus Slideshows wie ein PDF, sprich PowerPoint als PDF hochgeladen, mit Kontrastfarben, also vielleicht eher mal ein blauer Hintergrund, schwarze Schrift und vielleicht ein Orange drauf, damit es ein bisschen auch auffällt, größere Schriften als sonst, Untertitel bei Videos, immer auf das Mehr anzeigen, hinarbeiten, also mehrere Abschnitte machen, Frage-Antworten einbauen und versuchen, echte Menschen zu zeigen, weil Menschen wollen Menschen sehen. Alles, was dazu dient, dass die Verweildauer und Interaktion gefördert wird, ist grundsätzlich vom Algorithmus positiv betrachtet. Das heißt, es gibt eigentlich keinen perfekten Post, aber es gibt einen Post, der grundsätzlich gut funktioniert. Und wir sehen hier so ein bisschen die 10
wichtigen Punkte. Das kann man auch übrigens gerne screenshotten, einfach auf Pause drücken, Screenshot machen und sich dementsprechend neben dem Schreibtisch oder in die Wand hängen. Dann kann man so ein bisschen sich orientieren. Es ist immer so ein bisschen das Thema von wegen, die Übung macht die Meisterin und den Meister. Das heißt, natürlich kann ich dann mit der Erfahrung auch ein bisschen mehr ausprobieren und erfahren auch dementsprechend, was bei den Leuten gut funktioniert und was allenfalls weniger gut funktioniert, wie zum Beispiel das Vertaggen von mehreren Personen. Das sollte ich vielleicht eher unterlassen. Auch grundsätzlich gilt als Social Media, nicht nur Knigge, immer überlegen, letzte Qualitätskontrolle vor dem Absenden. Hilft es jemandem wirklich weiter? Hat es irgendeinen Bezug zu meinem Job und meiner ehrenamtlichen Tätigkeit? Und kann ich auch morgen oder in einem Monat noch dahinter stehen? Dazu gehört wieder, wie gesagt, gewisse No-Go-Themen, die ich eher vermeide, wenn ich auf Social Media bin. Und damit ich da auch ein bisschen zeitlich mir dementsprechend ein gewisses Limit setze, sage ich immer grundsätzlich Folgendes. Reservieren wir uns doch 25 Minuten pro Tag. Das kann man sich auch ein bisschen aufteilen. Vielleicht am Morgen eher so ein bisschen die Vernetzungsfragen annehmen und dann schauen, was im Feed so ein bisschen läuft. Etwas liken bei Firmen oder Kontakt, mit denen man eher interagieren will, sozusagen Dankbarkeit zeigen, auch mal ein Like da lassen, einen Kommentar. Und wenn man selbst etwas hat, vielleicht auf einer Unternehmensseite, wenn man die selbst betreut oder auf dem Profil etwas posten, einen Beitrag erstellen, da hilft natürlich die Aktivität auch. Und für all die Profis unter uns, die auch mit dem Sales Navigator noch mehr arbeiten, ein eigenes Feed sozusagen erstellen können, noch aktiver sein können, die können dann ganz gezielt auf die Personen zugehen und mit den Personen interagieren, die eher aktiv sind auf LinkedIn, mit denen anfangen zu versuchen, Gespräche zu eröffnen, weil wir wissen, erst durch die Interaktion gibt es die Vernetzung, gibt es das Gespräch und hoffentlich dann aus dem Gespräch und der Beziehung der Erfolg oder Empfehlung. Und ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Inspiration weitergeben. Ich freue mich immer über Kontakte einerseits auf LinkedIn und oder über meine Gratisminuten, die ich sehr gerne weitergebe. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich ein bisschen was entsprechend inspirieren konnte. Ich freue mich von euch und Ihnen zu hören in der Zukunft. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bis bald.